Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. Und weiter geht's. Wir haben hier das Silo soweit fertig. Wenn wir uns das hier angucken, ist es auch bereit zum Zudecken. Und wie wir gemerkt haben, es ist doch schon ganz schön voll. 1,25 Millionen haben wir hier drin. Und ich würde sagen, wir decken das zu und gucken mal, warum wir hier nicht mehr wegkommen. Nein. Das ist ja doof. So. Ich möchte jetzt zuallererst unsere ganzen Fahrzeuge hier zurück zum Hof schicken. Dazu stellen wir die ein. Das Gras haben wir natürlich alles abgesammelt. Das heißt, wir können ohne Bedenken zurück zum Hof. Hier haben wir den Kurs Sülsfeld Nord zum Hof. Ab die Post, Ende sollst du warten. Dann kommt der Klaas hier. Aber ich glaube, Silageschild lassen wir mal da. Brauchen wir ja sonst eigentlich nicht. So, dann stellen wir den ein. Genau der gleiche Kurs. Ja, Schilder. Schilder stehen hier einfach immer nur im Weg. Und den hier. Auch der soll am Ende warten. Danke. Sesam, öffne dich. So, und dann haben wir letztes Mal zwischen den Folgen habe ich hier noch ein bisschen Dünger verteilt. Das heißt, ich habe eine Ladung Dünger hinten in die Saatgutproduktion reingeschmissen und den Rest habe ich hier rausgeholt. Gülle haben wir hier auch angebracht. Das heißt, Gülle steht bereit und sobald wir Kompost einwerfen, wird noch mehr Dünger produziert. Aber eigentlich würde ich sagen, der Dünger, den wir jetzt haben, der reicht erstmal. Das ist nämlich schon hier 26.000. Sollte für zwei Runden Düngen Minimum reichen. Wo haben wir denn unseren Weg? Hier. Dann haben wir noch einen. Und das ist diesen hier. Und wie gesagt, wir wollten noch ein paar Sachen kaufen. Und dafür wollte ich eigentlich auch. Also, ich brauche oben bei der Plantage auch noch was. Bei den Gewächshäusern, sorry, nicht Plantage. Und da fahren wir. Wir haben jetzt gar keinen. Ja, okay, wir fahren mal bis zum Hof. Und dann lassen wir uns halt die Sache wieder. Sorry. Wenn es sein muss, zum Hof liefern. So. Jetzt müsste eigentlich auch gleich der erste schon mal ankommen. Wir möchten uns zwei bzw. drei Sachen kaufen. Ich möchte mir zum einen ein LKW kaufen mit Ladefläche hinten. Ich habe mir gedacht, ich lasse jetzt mal das Design lasse ich so, wie es drin ist. Wir nehmen hier die Lenkachse und Agrarreifen, das heißt die Hinterachsen lenken mit. Oder zumindest eine. Design. Universal Autoload, ja wichtig. Aufbau, Standard, Rundballen, gerade Aufbau und Seiten. Ich glaube, wir nehmen nur den geraden Aufbau. Abstreifkante, sagen wir nein. Material, natürlich Metall. Und ein extra Arbeitslicht. Was den Innenraum hier unten angeht, brauchen wir nicht. So, kaufen. Jawohl. Und wie wir jetzt sehen, haben wir keine Kohle mehr. Das ist ein bisschen dumm. So, von dir hat das Ziel erreicht. Brauchen, glaube ich, eigentlich noch so 18.000 oder sowas. Ja,
Kann sich nur um Stunden handeln. So. Verlier ist da. Den waschen wir auch gerade mal, weil der sieht nicht so toll aus. Dann stellen wir aber den Xerion, glaube ich, gleich daneben. Ich weiß gar nicht, weshalb ich den Xerion hergeholt habe. Achso, der war im Silageschild beschäftigt. Heute leckt's wieder. Ups. So. Ja, sehe ich den Kerl hier ran. Alles immer schön fein sauber machen. Da hinten kommt auch unser Tatra. Mal Gas hier mit dem Putzen. Ja. Den Dünger werden wir gleich ein. Ich habe mir irgendwas überlegt, dass ich mir nochmal irgendwas verkaufe, aber ich weiß gar nicht mehr was. Irgendwas wollte ich noch verkaufen. Was war denn das? So, John Deere 8530 ist sauber. Das Gewicht jetzt auch. Passt. So, irgendwie wird's schon gehen hier. Gehen wir einfach mal hier hin. Wir haben uns den LKW schon gekauft. Jetzt will ich eigentlich dafür noch einen Anhänger und dann brauche ich noch einen Anhänger. Damit mein System aufgeht. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich verkaufen wollte. Wer die letzte Folge gesehen hat, hat mitbekommen, was ich gesagt habe. Ich könnte ja auch ein paar von den Aufliegern vom Dingstar Pack verkaufen. Roadtrain Pack. Und das ist, denke ich, gar nicht so eine schlechte Idee. Wir haben sowieso schon eine ganze Weile Laufzeit auf sich. Und wenn wir einen LKW haben, was wir ja schon haben, und noch dazu zusätzliche Anhänger, dann brauchen wir davon gar nicht mehr so viele. Das heißt, wir können natürlich auch mal einfach so ein paar Auflieger verkaufen. Naja, doch, das können wir. Den können wir auch noch kurz waschen, den Marcel. Der muss natürlich dann gleich wieder losgeschickt werden. Aber da muss man erst noch was kaufen. Ich glaube, wir lassen uns den LKW auch in den Hof liefern. Und dann fahren wir damit noch einen neuen Kurs ein. So, das Fässchen sieht ein bisschen dreckig aus. Ich weiß aber nicht, ob es das wirklich ist. Ich glaube, das ist das Design. So. Also gut, hier hatte ich nämlich schon ein bisschen Equipment abgestellt. Hier, 24.000. 27.000, fast 28. Und nochmal hier. Und zack, haben wir wieder 64.000. Das sollte für unseren Anhänger reichen. Nämlich zum einen diesen hier. Hauptfarbe, Felgenfarbe. Was gibt's hier noch? Unterschutzfarbe. Nehmen wir mal den. Unterschutz ja. Kotflügel ja.
Material Metall, Abschleifkante nein, Aufbau gerade, Design, was war das? Universal Autoload, jawohl. Felgenfarbe schwarz oder Silber, so grau. Hauptfarbe schwarz. Das passt. Wir können hier, glaube ich, noch. Ja, normale Felgen reichen. Rad-Setup. Der kostet uns 21.000. So. Und dann möchte ich noch. Muss gerade mal überlegen. Ich habe es nämlich ausprobiert. Der hier reicht. Hauptfarbe schwarz passt auch. Nehmen wir auch diese Felgenfarbe. Oder nee, komm. Wir machen das so. Ich hab da schon was vor. Wir machen diese Hauptfarbe. Wir passen das jetzt so ein bisschen an. Felgenfarbe können wir schwarz lassen. Kotflügel ja. Holz, Metall. Abschleifkante nein. Aufbau gerade. Design. Universal Autoload. Felgen passen auch. Jawohl. Gekauft. So, dann werde ich mal schnell hier gucken, ob wir den hier umkonfigurieren können. Beziehungsweise wir können auch, denke ich, den Frontlader verkaufen. Weil wir jetzt hier uns gleich einen neuen Anhänger zulegen, beziehungsweise uns schon zugelegt haben, der mit zum Ding kommt, zu den Gewächshäusern. So, gucken wir mal, ob wir hier ein neues Design hinkriegen. Lohnt sich das noch für den? Schon 15 Arbeitsstunden. Ich glaube, wir müssen die Grenze auf 20 Arbeitsstunden legen, bis wir verkaufen. Okay. Warte mal. Design. Red, Black. Black, Gray. Black, Black. Silver, Gray. Okay. Felgenfarbe. Silber. Ich glaube, Reifen nehmen wir ganz normal. Die Nokian fand ich auch nicht so schlecht. Die Nokian lass nur. Frontlader brauchen wir. Lassen wir mal dran. Wir konfigurieren mal. Und schauen, wie der aussieht. Oi. Yay. Sieht schon ein bisschen so aus, wie er aussehen soll. So ein bisschen moderner. Dann gucken wir mal, was wir hier mit dem Fass noch machen. Inwieweit wir das noch konfigurieren können, dass es hier auch dazu passt. Weil ich möchte hier so ein bisschen ein neues Design reinbringen. Hauptfarbe dieses, Felgenfarbe schwarz ist okay. Agrarräder passt auch, konfigurieren, jawohl. Okay. Ja, das ist doch gelungen. So, dann lassen wir uns jetzt mal diese Sachen an den Hof liefern. Muss ich nur gucken, dass ich alles richtig liefern lasse. Dum, dum, dum. Wir haben so viel Equipment. Diesen hier. Und dann fehlt noch der kleine Anhänger. Der hier. Auch zurücksetzen. So, und dann können wir hier mal starten. Was ich noch gucken wollte, ist, ob der kleine Anhänger, der kann hinten auch ankuppeln. Das ist nice. Seht ihr, wie sauber clean das alles ist? Natürlich, das wird sich relativ bald wieder verändern. Aber für den Moment sieht es nice aus. Okay. Ähm.
Wir lassen das den hier jetzt gleich mal hier stehen. Und fahren mit unserem neuen MAN, der richtig, richtig toll aussieht. So. Schnickes Teil, nagelneu. Und damit fahren wir jetzt einen Weg ein. Und zwar vom Hof. Ich sollte vielleicht erst noch mal gucken, genau. Mein Gedanke war, wir fahren hier raus, darüber. Hier geht was hoch. Oder hier rüber, da hoch. Aber hier kann man nicht rüber. Aber ich weiß, dass wir hier am Feld 14 kommen wir raus. Wobei, dann wäre es besser, wenn wir hier über den Sorghof fahren. Ja, sonst müssen wir hier oben rum. Dann fahren wir über den Sorghof. Kurzaufzeichnung beginnen. Wir gucken mal. Oh, oh Gott, was hat denn der hier drin? So. Wir fahren hier raus. Also der MAN ist deutlich besser wie der andere. Er zieht auch gut. Ist ein schickes Teil. Sieht auch gut aus. Ja, jetzt sind wir halt ein bisschen zu flott unterwegs gewesen. Pause. Dann fahren wir hier durch Sorghof durch. Weil dieser LKW soll unsere neue Versorgungsstation sein, also unsere neuen Sachen, unsere Güter transportieren, die wir auf Paletten erschaffen. Oh, ich weiß noch, Paletten. Um die Wolle müssen wir uns auch noch kümmern. Der fährt 90, alter Schwede. So ein schnelles Fahrzeug hatten wir noch nicht. km/h. Da sind wir ruckzuck oben. Und der ist, ich wollte gerade sagen, gutmütig, was die Lenkung angeht. Der zickt nicht so arg. Nee, der ist gut. Der ist gut. Der lenkt schön. Auch wenn wir hier ein bisschen über die Kante rausfahren. Der ist toll. Wir fahren jetzt hier den Kurs mal schnell ein. Dann können wir nämlich den Masai mit dem Fass und dem anderen Autoload-Aufhänger einfach mal automatisch schon hier hinschicken. Dann brauchen wir den nicht auffahren. Und wir werden gleich mal gucken, was wir oben an den Gewächshäusern schon verkaufen können. Ob es da noch irgendwas gibt, was wir loswerden können. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen langsamer machen. Da fährt sich der CP-Fahrer gerne mal bei den Bäumen fest.
schießt dann hier über die Kurve raus. Und dann hängt er da. In dem Gewächsen. So, und da wir den Kurs auch mit im Moment dem längsten Fahrzeug einfahren, sollte es damit auch keine Probleme geben, wenn wir mit anderen Kombinationen da rumfahren. So. Und dann fahren wir hier mal rein. Und es passt ganz gemütlich. Hier können wir den abstellen. Speichern. Höf. Gewächs. So heißt das. Weil ich glaube, wir hatten hier noch keinen, oder? Wenn ich jetzt... Moment. Hof. Hof, Hof, Gewächs. Nein, hatten wir noch nicht. Hier rein. So, Hof, Gewächs. Passt. Dann können wir hier... Bist du das? Ich glaube, das ist der Falsche. Übrigens, was wir in der letzten Folge auch völlig außer Acht gelassen haben, sind natürlich unsere Felder. Aber da habe ich geschaut, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Bis die Ernte reif bzw. bearbeitbar sind. Jetzt bin ich gerade überlegen, wo ich eine Wollpalette ist voll. Wir kümmern uns gleich drum. Wenn das hier mal aufhört zu laggen. So, hier ist unser Masai. Gewächs, Hof, Gewächs. Farbfahrer einstellen, soll am Ende warten. Und Tschüssikowski. Ja, gut. Hat die Kurve gekriegt. So, wir kümmern uns jetzt wirklich um die Schafe. Weil hier gibt es ja immer noch unsere Weberei, die wir noch gar nicht bearbeitet haben. Deshalb dachte ich mir, heute wird es Zeit. Wir haben hier an der Seite ja den Flicker für die Gestelle. Ups. Das wollte ich so nicht. Die schiebe ich jetzt einfach mal hier drauf, dass wenn die, wenn hier Platz ist, dass die die auch benutzen. So. Die brauchen ja nicht so mittendrin stehen. Was wir hier noch machen werden, ist eigentlich... Perfekt. Hier mal noch teeren oder so. Oder eine Straße, einen Weg anlegen. So. Dann kriegen wir zwei Paletten drauf. Und für die Wollpaletten ist nämlich hier der Trigger. Den sieht man leider nicht. Deshalb meine Idee, dass wir hier einen Weg anlegen. Den Mod habe ich mit drin schon. Den müsste mir nur so eine Walze kaufen. Und dann können wir da starten. Das werden wir irgendwann noch machen. Also wie jetzt ist es ja kein Zustand. Es war einfach Wiese. Das sieht nicht schön aus. So, dann hieß es, hier sei noch eine Wollpalette voll. Dann gehen wir doch mal nachgucken. Dieses kleine Teil ist schon cool. Ein richtig schönes Ding. Ja, da ist die voll. Wie viele Schafe haben wir eigentlich? Ich glaube so um die 200. So. Und ab die Post. Da sieht man gar nichts.
Ja, hier muss auf jeden Fall eine Straße hin. Und da müssen wir den Boden ein bisschen bearbeiten. Sehr gut. Jay-Z B. Gut. Hätten wir das auch geschafft. Dann schauen wir gerade mal. Der Masai ist unterwegs. Können wir hier auch den LKW nehmen? Ja, aber. Und da haben wir schon. Da haben wir schon richtig viel. Moment, warte mal. Ich stelle mal den gerade auf die Seite. Weil der Masai kommt ja auch noch. Und da haben wir wirklich schon richtig viele Sachen. Wir müssen nur mal gucken, was wir jetzt dann mitnehmen, um zu verkaufen. Tomaten können wir nehmen. Rotkohl. Erdbeeren und Himbeeren. Gemüse, Konsum und Edeka. Okay. Was bist du hier? Bist du Tomate? Jawohl. Dann nehmen wir dich doch mal mit. So. Wir müssen gerade mal gucken. Autoload ist hier ein bisschen anders, wie wir es kennen. Heißt eigentlich nur andere Tastenbelegung. Zum Beispiel U. Nee. Seht ihr? Wir sind die anderen Tasten gewohnt. So, Tomaten kommen extra. Die Himbeeren und die Erdbeeren können wir auf den Anhänger machen. Ladegut. Ah, große Paletten. Sind das etwa große Paletten? Weil die hier stehen über. Große Paletten. Apfelkükenkisten. Gemüse. Na, ich würde mal sagen, wir nehmen das hier. Nein! Arbeitsmodus ausschalten. Jetzt ist genau was passiert, was nicht passieren sollte. Abladen Z. Also, jetzt bin ich ein bisschen komplett durcheinander. Es gibt so viel. Ich glaube, ich nehme einfach die normalen Paletten. Nein, das wollte ich jetzt auch nicht. Ja, ja, ja. Okay, wir nehmen jetzt noch die hier mit. Ja, und jetzt stört eben der Kohl, der da mit dabei ist. Aber so ist es halt. Gut, aber wir können den hier jetzt schon mal losschicken. Zum, lass mal gucken. Wo müssen wir hin? Edeka oder Konsum? Dann schicken wir ihn über den Konsum. Also, Gewächs. Haben wir doch eigentlich. Gemüse, Konsum. War das der Weg hier? Nee. Ich dachte, ich hätte hier schon einen Kurs eingefahren. Lass mal gucken.
Gewächs, Gemüse. Haben wir Kompost. Gewächs. Haben wir auch schon. Aber Gewächs. Gewächs, Gemüse. Hier haben wir doch. Will ich zum Gemüse? Nein, zum Konsum will ich. Gewächs, Kompost. Egal. Wir fahren über Gemüse zum Konsum. Und ich hoffe mal, das wird ein kleiner Erfolg. So, warte mal, ich will mal den hier noch ein bisschen in Szene setzen. So, weil wir brauchen natürlich noch eine Thumbnail. Und dafür macht sich unser neuer LKW sehr gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und wir sehen uns morgen wieder beim Landwirtschaftssimulator. Bis dahin, vielen Dank. Ciao.